Tagchen, Leute. Es ist Vlog-Zeit. Ich hoffe, ich muss hier gar nicht so schreien. Ich hoffe auch, dass mein Handy einigermaßen so bleibt, wie es gerade ist. Weil ansonsten seht ihr halt irgendwann nur noch mein Geschlechtsteil oder ähnliches, was sich da unten befindet. Wie ihr seht, heute eine andere Kulisse, beziehungsweise wechselnde Kulissen quasi. Zumindest hier im Hintergrund für euch. Denn ich bin gerade auf einem Weg zu einem Kumpel. Wie der ein oder andere weiß, ich bin gerade aktuell dieses Wochenende in Berlin, mal wieder, bei Familien und Freunden. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du den Vlog einfach mal wieder aus Berlin. Vielen Dank für die Erinnerungen von euch. Ihr habt mir ab Donnerstag, habt ihr mich ja genervt auf Twitter, dass ich den Vlog doch aufnehmen möchte. Soll. Muss. Und habe ich da nicht gemacht. Wie ihr ja merkt. Aber stattdessen eben, wie gesagt, hier aus dem Auto meine Eltern. Denn ich selbst habe ja keins, wie ihr höchstwahrscheinlich wisst. Ich bin ein begeisterter Fahrradfahrer, ein nicht so begeisterter öffentlicher Verkehrsmittelfahrer, aber was bleibt dem anderes übrig, ne? Und in Hamburg und Berlin ist es ja alles ganz gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da passt das also insgesamt. So, was ist in der letzten Zeit passiert? Einiges ist passiert. Einiges ist passiert. Zum Beispiel sind bei Trials Mia und... Oh, jetzt rumpelt es hier ein bisschen. Es könnte sein, dass es recht laut ist. Vor mir ist ein Fahrradfahrer, den kann ich nicht überholen, weil hier ist eine Kurve. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr mich verstehen könnt. Muss ich dann mal schauen, wenn hier das Video... Wenn ich das Video bearbeite. Wobei es dann ja eigentlich zu spät ist. Weil nochmal aufnehmen kann ich es dann nicht. Es ist jetzt schon viel zu spät. Wie auch immer. Auf jeden Fall sind mir und Julia sind im Trials Evolution Let's Play zu Gast sozusagen, weil der Schrammo nämlich gerade außerhalb arbeiten muss und deswegen kaum Zeit hat, haben wir gedacht, komm, Fred und ich zu zweit, geht zwar auch, aber wieso nicht die zwei mit rannehmen, weil die ja ebenfalls schon ein wenig Trials gefahren sind, allerdings tatsächlich noch schlechter sind als wir, beziehungsweise noch schlechter als ich. Und das ist ganz cool. Also wir haben jetzt eine Aufnahme gemacht, da sind zwei Folgen bei rausgekommen, weil es hat mal wieder anderthalb Stunden gedauert, bis wir Trials zum Laufen gebracht haben. Das ist immer so eine Sache, der ein oder andere, der Trials von euch hat, der wird wahrscheinlich das gleiche Problem haben. Und dann war es, oder auch währenddessen, während wir versucht haben, war es die ganze Zeit extrem lustig und auch die Aufnahmen waren extrem lustig. Mia und ich haben einige Verrenkungen gemacht, werdet ihr am Dienstag dann sehen. Sensationell, hat extrem viel Spaß gemacht. Es war schön. Es war wirklich, wirklich schön, muss ich einfach sagen. Und apropos Schrammo, letzten Mittwoch habe ich mich mit Schrammo getroffen in Hamburg. Weil der arbeitet ganz in der Nähe jetzt momentan. Und ich muss gerade grinsen, weil hier ist ein Fahrradfahrer vor mir, der die ganze Zeit mit den Armen rudert. Einmal links, einmal rechts und wieder links und wieder rechts. Schön. Macht ihr gut. Macht ihr echt gut. Immer schön fit bleiben. Ne? Nicht so faul wie ich hier im Auto durch die Gegend cruisen. Während wir gerade das kleine Dörfchen Sacro befahren. Links die Havel, falls es jemanden interessiert. Wahrscheinlich ja nicht. Wir sind gerade auf dem Weg nach Potsdam, beziehungsweise wir sind schon im Großbereich Potsdam. Auf jeden Fall habe ich mich mit Schrammo getroffen, weil der hier in der Nähe von Hamburg arbeitet. Nicht hier in der Nähe, sondern in der Nähe von Hamburg. Hamburg-Kock. Ich meine natürlich den Hahn. Ist ja klar. Und das war lustig. Wir haben lecker gegessen, haben ein bisschen gequatscht. War gut. Aber erstmal wieder, ich wusste ja vorher nicht, wie Schrammo aussieht. Ich hatte ja noch kein Bild von ihm gesehen, obwohl er ja eine Facecam irgendwo schon mal gemacht hatte, hat er mir erzählt. Habe ich jetzt nicht aktiv nachgesucht. Gibt ja auch Wichtigeres. Und auf jeden Fall war es dann letzten Endes so, dass ich mal wieder mir den Menschen anders vorgestellt habe, als er dann letztendlich aussieht. Das ist ja meistens irgendwie so, ne?
Man hat ja zu einer Stimme dann ein bestimmtes Bild, ein bestimmtes Gesicht, eine bestimmte Statur. Und Schrammo sah halt einfach anders aus. Nicht irgendwie, dass ich sagen würde, Alter, ey, der sieht ja mal. Also mit dem kann ich mich nicht sehen lassen. Hi Schrammo, falls du zuguckst. Nee, ist halt ein stinknormaler Typ. Und genauso sympathisch, wie er halt auch in den Videos rüberkommt, ist echt gut. Also ich finde es immer echt gut. Ich mag es immer sehr an den bisherigen Treffen, welche genau zwei sind, um genau zu sein, nämlich Rami, Mirko und Schrammo. Wer es nicht weiß, Rahmstützler heißt Mirko, ich habe jetzt nicht drei Leute aufgezählt. Und bisher war es jedes Mal so, dass tatsächlich die Leute genauso sind, wie sie eben auch in den Videos bzw. im TS sind. Und das finde ich sehr zufriedenstellend, beziehungsweise, hoppala, hier kommt einfach mal ein fetter Bus um die Ecke gefahren, ey. Einfach mal so. Was für ein Arschloch. Wer hat ihm das erlaubt? Es ist schön, dass die Leute genauso sind, wie, wie es eben auch im TS der Fall ist. Das ist echt schön. Also es macht echt Spaß dann, sich auch mit den Leuten zu treffen. Und mich erfreut es vor allem deswegen immer, weil man dann einfach sieht, dass die Leute tatsächlich wirklich so sind, wie sie sind. Also es gibt ja genug Leute. Hier zu rechten ist jetzt ein See, der sogenannte Sarkroer See. Seht ihr dummerweise leider nicht. Den See seht ihr nicht. Ha, ha, ha. Wie schnell darf ich eigentlich fahren? Ist schon ein bisschen schlecht. Also ich gucke hier, ne, also Menschen würde ich schon noch sehen. Aber dummerweise übersehe ich halt teilweise die Geschwindigkeitsschilder. Aber ist egal, fahre ich vorsichtshalber ein bisschen langsamer. Ne, bis daher ist ja besser als schnell fahren. Weil schnell fahren natürlich mehr Spaß macht, ist ja klar. Freut mich auf jeden Fall immer wieder sehr. Das ist sehr schön, das macht sehr viel Spaß. Und jetzt gerade bekomme ich ein wenig Panik. Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, ob die Aufnahme gerade läuft oder nicht. Falls nicht, dann bekommt ihr das ja eh nicht mit. Falls doch, bin ich sehr froh, dass wir uns gerade sprechen. Quasi, beziehungsweise, dass ich euch spreche. Ich spreche euch. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Gestern hier in Berlin habe ich mich unter anderem mit King Kot getroffen. Kot wird ja allgemein nur genannt. So, ab da vorne darf ich 50 fahren. Ich glaube, dementsprechend müsste hier noch 30 sein, obwohl es mitten im Wald ist. Fahren wir jetzt einfach mal. 50 darf ich, 70 fahre ich. Ist ja klar. So, ich kriege bestimmt bald einen Strafzettel wegen dieses Videos. Wie auch immer. Wie gesagt, gestern habe ich mit King Kot getroffen und noch einem Kumpel. Wir haben ein wenig Forza auf der Xbox One gezockt. Ist ein ganz schönes Spiel. Macht auch soweit ganz gut Spaß. Ich bin halt nicht so der Mega-Auto-Renn-Fan. Insofern kann ich da halt nicht so allzu viel zu sagen. Aber es ist schon ganz gut, muss ich sagen. Und es ist sogar ein Spiel, was auf 60 FPS und 1080p läuft auf der Xbox One. Ist ja recht selten der Fall. Wo sie ja stolz verkündet haben, dass Titanfall auf, ich glaube, 792p läuft. Respekt, Xbox. Respekt. Nee, aber Xbox an und für sich ist halt eine Konsole. Ne? Ist, wenn man Konsolenspieler ist, ist es schon... Ne? Aber ich bin halt kein Konsolenspieler. Deswegen... Nö. Ich bin da doch mehr zufrieden mit meinem PC. Autorennspiele ist natürlich ganz gut mit dem Controller, mache ich ja selbst auf dem PC. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass man mit dem PC mehr Möglichkeiten hat. Mit einer Tastatur und einer Maus ist das Ganze schon ein wenig besser. Gerade Shooter, er hatte zufällig auch die Titanfall Beta bei sich auf der Xbox One. Und es ist schon eine Qual. Also gerade für Leute, die nicht den Controller gewöhnt sind, ist es schon wirklich eine Qual, mit dem Controller zu zielen. Nix Gutski.
Leute, ich habe noch was zu berichten, was mir... was meine Pumpe ordentlich auf Trab gebracht hat letzte Woche. Und zwar hat der eine oder andere höchstwahrscheinlich mitbekommen, dass ich meinen PC neu aufgesetzt habe. Müsste ja eigentlich auch vor dem... Das war vor dem letzten Vlog, oder? Ich meine, es war vor dem letzten Vlog. Und dementsprechend müsstet ihr eigentlich... müsste ich es schon im letzten Vlog angesprochen haben. Es ist echt schlimm. Ich kann mich teilweise an die Dinge nicht erinnern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ha, 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 ha. Hehe. Vielen Dank. Ihr habt mitbekommen, dass mein PC gesponnen hat. Dass ich den neu aufsetzen musste. Und ich habe den neu aufgesetzt, habe mir halt gedacht, oder habe mir eigentlich nichts gedacht. Ich habe eigentlich, das Schöne an dem heutigen Zeitalter ist ja, dass zum einen besitzt man eigentlich, zumindest mir geht es so, ich habe fast alle Spiele besitze ich als Download. Sprich, ich besitze den Key und kann mir das dann fröhlich herunterladen. Und das Schöne daran ist, dass es die meisten Spiele über Steam sind, über Origin oder über Uplay. Und man weiß ja allgemein, dass diese Programme Cloud-Saving besitzen. Sie führen es auch als Vorteil dieser Programme an. Es ist einer der wenigen Vorteile, die wir Nutzer an diesen Programmen haben. Cloud-Saving, es ist einfach schön. Man muss sich nicht mehr darum kümmern, dass man die Speicherstände eben vorher abspeichert, zwischenspeichert, was auch immer. Und gerade wenn man halt viele Spiele installiert hat, so wie ich, dann ist es auf Dauer halt schon ein bisschen mühsam. Da habe ich gedacht, geil, ist ja alles Cloud-Saving und so, ey, ihr habt ja alle so tolle Programme und dann kann ich ja einfach hier alles weghauen, ist ja scheißegal. Einfach nur installieren und die Speicherstände sind da. Hat bei Steam in allen Spielen funktioniert, hat in Origin in allen Spielen funktioniert. Und dann will ich Assassin's Creed starten und sehe Spielfortschritt 0%. Daraufhin bin ich dezent ausgetickt, habe ein wenig kurz rumgeschrien, sowohl in echt als auch im Skype, in schriftlicher Form, als auch auf Twitter. Und da habe ich dann auch ein paar Mal Uplay, @Uplay irgendwas. Irgendwie, die heißen irgendwie anders. Uplay irgendwas. Ist ja auch egal. Habe ich hinten dran gesetzt. Und weil ich war schon etwas erbost, muss ich sagen. Weil ich habe ja immerhin knapp 15 Stunden, behaupte ich einfach mal, Assassin's Creed gespielt. Und die sind eben komplett weg. Hahaha. Würde mich jetzt an und für sich nicht so sehr stören, wenn es kein Let's Play wäre, aber es ist dummerweise ein Let's Play und deswegen muss ich eben da jetzt nochmal neu spielen und möglichst schnell nochmal neu spielen, damit ich eben dieses Let's Play fortführen kann. Problem ist natürlich, dass wenn ich das jetzt alles nochmal neu mache, was ich bisher gemacht habe, dann werde ich höchstwahrscheinlich danach keinen Bock mehr auf das Spiel haben, weil es ja langweilig geworden ist, weil ich ja nochmal genau das gleiche durchspielen muss. So. Letztendlich habe ich mich jetzt aber dazu entschieden, beziehungsweise Franz hat mich dann halt auch darauf hingewiesen und ich finde die Idee ganz gut eigentlich, beziehungsweise ist wohl die beste Idee in diesen, unter diesen Umständen. Und zwar muss mir eigentlich 30 fahren. Die schleichen ja alle so. Naja, ist ja nicht so schlimm, wenn ich einen Führerschein los bin, wa? Auf jeden Fall werde ich es jetzt in Assassin's Creed so machen, dass ich jetzt erstmal nur die Hauptquest schnell durchprügeln werde, bis zu dem Punkt, wo wir aktuell sind im Let's Play. Und dann werde ich wieder anfangen aufzunehmen. Und die ganzen Kisten und so weiter mache ich dann nebenher. Weil die möchte ich euch nicht nochmal antun, zumindest nicht die Kisten, die wir eben schon gemeinsam gefunden haben. Ich bin jetzt übrigens in Potsdam. Wem es noch nicht aufgefallen ist, wer hier so keine Ahnung hat und so. Mir würde es wahrscheinlich auch nicht auffallen. Erstens könnt ihr hier, glaube ich, kaum was im Hintergrund sehen. Zweitens, selbst wenn ihr was sehen könnt, wenigstens wissen. Also nicht mal mir würde auffallen, dass ich in Potsdam bin. Sender ist gerade eben Schild vorbei gefahren. Naja, auf jeden Fall hat es mich tierisch aufgeregt. Wie gesagt, ich habe auf Twitter eben auch fröhlich geschrieben und Uplay bzw. Ubisoft hat mir sogar geantwortet und hat gesagt, ja, seit Dezember letzten Jahres
haben wir Cloud Saving ausgestellt, weil wir damit einige Probleme haben. Ja. Darüber habe ich mich dann auch wieder aufgeregt, weil man bekommt ja keine Meldung. Theoretisch müsste es doch so sein, wenn ich als Anbieter das Cloud Saving eines Games ausstelle, dann schreibe ich das nicht nur in irgendein Forum bei Uplay oder Ubisoft, wo, keine Ahnung, alle 10 Jahre mal ein User vorbeischaut, sondern dann bin ich natürlich so frei und werde das einblenden. Jedes Mal, wenn ich ein Spiel beende. Jedes Mal, wenn ich Assassin's Creed 4 beende, hätte ich gerne ein kleines Fenster, das mir sagt, hallo, Cloud Saving ist disabled. Bitte, falls du deinen PC neu aufsetzt oder sonstiges, bitte kümmere dich darum, dass deine Spielstände abgespeichert werden. Nö, machen sie nicht. Seit über 2 Monaten ist mittlerweile die Scheiße deaktiviert. Und jeder, der Assassin's Creed 4 spielt und seinen PC neu aufsetzt oder nur deinstalliert. Man muss es ja nur deinstallieren und dann sagen, ach komm, da kenne ich zum Beispiel jemanden, der hat gesagt, naja, ich deinstalliere das dann jetzt. Und dann kann ich halt irgendwann mal meinen 98%igen Spielfortschritt, kann ich denn ja einfach mal fortführen. Wollte er letztens machen, nix ist 0%. Bei 98%, zieht euch das mal rein, ey, das ist euch mal fett zum Kotzen. Echt, also das ist wirklich, unter aller Sau reg ich mich auf. Dreck. Naja, was soll's. Was soll's? Mir ist leider, es tut mir sehr leid, mir ist leider aufgefallen, gestern, vorgestern, wann auch immer. Fahre ich links lang oder rechts lang? Scheiße, ich bin gerade ein bisschen planlos. Egal, ich fahre links lang. Mir ist aufgefallen, dass etwas schiefgelaufen ist mit dem Let's Show Video. Timelapse kam gestern raus, aber das Let's Show Video ist leider schiefgelaufen. Das tut mir sehr leid. Ich werde deswegen jetzt am kommenden Mittwoch ein Video zwischenschieben, wo dann endlich die zweite Phase eingeläutet wird. Und ich werde, da es immer wieder irgendwelche Probleme gibt, werde ich es dann jetzt doch so handhaben, werde ich dann aber am Mittwoch auch nochmal sagen, dass das Let's Show zweimal samstags kommt oder wenn es kommt, dann samstags und dass diese Phasen dann auch, der Beginn der Phasen auch immer jeweils an dem Samstag ist. Aber ich werde es nicht so regelmäßig machen, wie ich es ursprünglich vorhatte, sprich jeden zweiten Samstag eines jeden Monats, sondern ich werde es dann halt so machen, wenn es eben soweit ist, dann geht's los und wenn nicht, dann nicht. Und ich denke, das wird auch für jeden von euch okay sein. Und ansonsten ändert sich aber im Grunde genommen nichts. Es wird weiterhin übers Formular laufen. Es wird weiterhin übers Formular laufen, wa? Bin ja jetzt hier in Berlin, beziehungsweise gerade in Potsdam. Und da muss man einfach da auch mal sich wieder ein bisschen angewöhnen, so ein bisschen zu sprechen wie ein scheiß Berliner, wa? Wobei ich das teilweise gar nicht mehr so richtig kann. Früher konnte ich das mal besser. Nee, es wird weiterhin übers Formular laufen. Ihr werdet weiterhin dann 2 Wochen Zeit haben, um eure Werke zu vervollständigen. Denn ihr wisst ja mittlerweile Bescheid, sprich, ihr könnt theoretisch schon die ganze Zeit daran arbeiten. Und dementsprechend kann es gut sein, dass in nächster Zeit dann auch noch ein bisschen was Anspruchs- bzw. Umfangreicheres von euch kommt. Ich bin da ja nicht so. Ich sag da ja nicht nein. Ne? Es wird wahrscheinlich weniger werden, aber dafür vielleicht größere, umfangreichere Sachen. Und das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Montag bis Freitag, 7 bis 16.30 Uhr, kein Problem. Ich habe mal auf ein Schild geachtet. So. Was gibt es sonst noch zu reden? Ich glaube gar nicht so viel. Ich wurde letzte Woche getaggt von der guten Mia. Mia Maus. Miss Mia Maus. Um es mal. Ihr werdet in der Videobeschreibung habt ihr einen Link zu ihr. Da könnt ihr dann gerne mal vorbeischauen. Ich wurde auf jeden Fall getaggt in einem 50-Fragen-Video. Wer es nicht weiß, was das bedeutet. Ich wurde getaggt in einem 50-Fragen-Video. In ihrem 50-Fragen-Video. Und das bedeutet, dass ich jetzt ein 50-Fragen-Video machen muss. 50 Fakten. Und dieses 50-Fakten-Video wird auch irgendwann kommen. Kann allerdings sein, dass es noch so einen Monat dauert. Weil
Erstmal ist es gar nicht so einfach, 50 Fakten über sich zusammenzuschreiben, beziehungsweise 50 Fakten, die Video geeignet sind, sprich die ganz witzig, unterhaltsam, was auch immer sind. Und deswegen werde ich mir da ein bisschen Zeit lassen, wird wahrscheinlich auch ein bisschen aufwendiger, das ganze Thema. Und ja, ihr könnt euch aber, glaube ich, auch was freuen. Wird bestimmt ganz witzig. Und allerdings muss ich schon sagen, dass ich Mia dafür ein wenig hasse. Mia, ich hasse dich dafür. Scheiß Prolet, ey! Wo zum verfickten Facker bin ich hier? Was passiert in der nächsten Zeit? Ich weiß es nicht. So unendlich viel ist nicht auf dem Plan. Natürlich wird es die Titanfall Beta weiterhin geben. Allerdings sollte jedem natürlich vollkommen klar sein, dass das wieder die Anfänge eines Noobs sind, der sich auf dem Weg befindet, ein nicht mehr allzu großer Noob zu sein. Dementsprechend, schaut euch mal meine allerersten Battlefield 3 Videos an. Und dann stellt euch auf ungefähr den gleichen Skill-Level ein. Denn ich glaube, dass einige Menschen so ein bisschen einen falschen Ansatz haben, was meine Shooter-Videos angeht. Die Videos heißen nicht umsonst der Weg eines Noobs. Ja, das ist nicht nur einfach nur so ein Joke oder sowas. Es ist tatsächlich so. Also, erwartet da keinen Skill. Aber ihr könnt trotzdem erwarten, dass ich das Spiel recht viel spielen werde. Denn obwohl es so ein Call of Duty-Style ist, habe ich eine ganze Menge Spaß dran, muss ich sagen. Ist halt für zwischendurch mal echt coole Action. Ist gut. Werde ich nicht so viel und so intensiv spielen wie Battlefield 4, beziehungsweise Battlefield 3, weil es einfach nicht so viel bietet. Kein anderer Shooter bietet so viel. Aber so für zwischendurch, so keine Ahnung, 3 Videos pro Woche oder sowas, ist das echt eine ganz gute Sache. Ist ja ein Schnafter. Und solange es mir eben Spaß macht, würde es dementsprechend dann eben auch Videos geben. Egal, wie gut oder schlecht ich dann spiele in diesen Runden. Vorbestellt ist das Spiel. Ich werde jetzt in der Beta noch ein bisschen was im Voraus aufnehmen, dass wir bis zum Release von Titanfall dann eben auch Material haben. Und zum Release gibt es dann eben auch alle Modi, alle Klassen, alle Titans und so weiter und so fort. Ansonsten würde es jetzt in nächster Zeit, glaube ich, nicht so viel neue Spiele geben. Denn es kommt nicht so viel Neues raus. Wobei, natürlich, es wird die Elder Scrolls Online rauskommen. Und höchstwahrscheinlich wird es dazu auch Videos geben. Mal schauen, wie lange ich das spielen werde, denn es ist nun mal ein MMORPG wie jedes andere. Es geht früher oder später geht es einfach nur noch darum, besseres Equip einzusammeln und dann hören die Spiele meistens bei mir auf, weil irgendwann hat man es dann halt doch durchschaut, dass es immer das Gleiche ist. Es geht immer darum, wer hat das beste Equip und dementsprechend kannst du halt auch die besseren Raids machen oder Bosse besiegen oder was auch immer. Und das finde ich ein bisschen schade, dass es oftmals so ein bisschen zu sehr vom Equip abhängt und nicht vom Skill. Natürlich gehört ein bisschen Skill immer auch noch mit dazu. Aber ich fände es schön, wenn man halt tatsächlich sich kaum... Das Limit müsste höher sein bei diesen Spielen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Man müsste... Mann, oh Mann, ey, ich hoffe, mein Handy ist noch an. Alter Vater, ey. Uiuiui, das wäre jetzt ärgerlich. Weil ich nämlich vergessen habe, meinen Akku hier anzustellen, glaube ich, soweit ich das richtig sehe. Eieiei, naja, egal. Auf jeden Fall wäre es schön, wenn das Level irgendwie ein bisschen höher wäre. Sprich, wenn es immer extrem schwierig ist. Shit, fuck, shit.
wurde geblitzt. Fuck! Fuck! Und ich gucke auch noch voll rein, ey. Gut. Lässt sich nicht ändern. Shit! Fuck. Mann! Kein Vlog mehr, während ich Auto fahre, Leute. Im Grunde genommen habe ich dann jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, muss ich sagen. Denn ich habe nichts mehr zu sagen. Lasst euch überraschen, was in der nächsten Zeit noch so kommt. Aber wir hören uns ja höchstwahrscheinlich nächstes Wochenende wieder am Sonntag zu einem Vlog. Insofern, ihr seid ja immer auf dem Laufenden, wa? Ihr seid ja immer auf dem Laufenden. Vielen Dank übrigens noch für die ganzen Links in der letzten Woche, für meine Wanddekoration. Und natürlich, wenn jemand etwas gestaltet für die Minecraft Let's Show Welt oder einfach so mal zwischendurch und es gefällt mir richtig gut, dann werden die Dinge natürlich auch an die Wand kommen. Ist ja wohl klar. Joma, ich wünsche euch was. Habt noch einen schönen Sonntag. Ich werde jetzt gleich nochmal raus aus dem Auto und hier nochmal ein bisschen das gute Wetter genießen. Denn da hinten ist dunkler Himmel, aber hier ist halt Sonne. Dementsprechend spricht es sehr dafür, dass ich hier aussteigen sollte. Ich wünsche euch was. Bis denne und tschüssi. Why don't you just leave me alone? The straw long ago cracked the camel's backbone. I'd rather just feel alone than feeling all the feeling that I feel when back home. Cause I can be me and my own, and now you're coming at me gunning like Rambo, that's cold. So I just keep in the zone and let the bullets fly by.